So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen oder Mama gönnt sich oder beides. Denn das ist das Muttertier. Und ich zehr schon seit 100 Jahren jetzt diese drei Dosen von dem Evil Juice durch die Gegend. Ich habe sie schon zweimal mit zu ihr genommen. Es hat sich nicht ergeben mit dem Tasting. Jetzt ist sie hier. Jetzt wollen wir das machen. Eigentlich wollten wir abend, aber wir sitzen jetzt einmal hier. Wenn das nichts wird, wenn das kacke aussieht, muss ich es irgendwann nochmal drin machen. Was ist das überhaupt? Da steht drauf Soft Sparkling. Es ist also ein Getränk mit Kohlensäure, aber nicht viel, sondern wenig, weil es steht ja da Evil Juice bzw. Evil Plus Juice. Da ist also Evil drin, das Böse, und Saft. Und das ist von der Firma Rauch. Und die Dosen sehen ultra genial aus. Rauch ist ja bekannt dafür, dass sie immer so Eistee machen. Eistee in Dosen, Eistee anders, Eistee mit Julian Bam in besonderen Geschmacksrichtungen. Und jetzt haben die hier drei Dosen Evil Juice gehabt, die ich im Penny? Ich glaube im Penny habe ich die gesehen. Da haben wir die dann mitgenommen, weil die irgendwie im Angebot waren. Mittlerweile sind sie aber auch im Netto gewesen und überall anders. So, drei Dosen. Einmal Licky Lime. Da seht ihr hier eine Limettenscheibe, die hier bei dem Totenkopf zu sehen ist, dass alles da rausschwemmt, über den Schädel drüber. Ihr habt Root Raspberry, also das ist Himbeere, eine räudige Himbeere, so würde ich es jetzt einfach mal übersetzen. Auch wieder hier mit Totenkopf, wo das da rausläuft, die Plörre. Und hier ist nochmal was Grünes, aber kein Lime, das ist Maniac Mango. Auch wieder Totenkopf hier mit einer Mangoscheibe drin und da ist alles spritzig und lecker und genial. Wie man das für Thumbnail macht, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man es irgendwie so hochhalten. Jetzt guck nicht darüber, du musst da mit drauf. Komm mal, mit deinem Kopf in die Mitte und tu so, als wärst du hier bei mir. Ja, die sind überall. So, das ist behindert und deswegen kommt jetzt die Sonne. Weil das aber so coole Dosen sind, habe ich mir gedacht, ich verkleide mich wie beim Tasting mit dem Hannes mit dem McDonald's Anglerhut und der McDonald's Brille. Also ist ein Spaß, man zieht das ja dann richtig an. Ich habe der Mama auch was mitgebracht, da kann die das jetzt auch anziehen. Da setzt man sich nämlich schön den Hut auf und zieht sich so eine McDonald's Brille an und schon würde raus das coole Evil Juice Tasting. So, da kommt das Sommerfeeling zu euch. Nach Hause. Jetzt holen wir den Sommer bei. Weil man sieht ja auch alles. Ich habe gedacht, ich sehe gerade gar nichts mehr, wenn es dann dunkel ist, aber man sieht immer noch alles. Ich habe das jetzt auch so sortiert, dass wir mit Licky Lime anfangen wollen. Ich möchte euch trotzdem noch kurz alle drei Sorten zeigen. Ich vertraue dem Tisch nämlich nicht. Guckt euch das Design an. Evil Juice, Rauch, Totenkopf, Licky Lime. Da kommen die Limette raus. Ne? Sieht doch bärstig aus. Da hat die Sarina auch gesagt, das wäre doch mal ein neues Tattoo. Dann hier mit dem Root Raspberry, da sieht man schön den goldenen Schädel. Also durch die Brille sieht er jetzt golden aus. Der Rest sieht aus wie Kaugummi-Plörre. Root Raspberry, genau. Und Maniac Mango nochmal. Die grüne Edition. So, wir fangen mit Lime an. Weil Lime ist ja gestern, hat ja Lime am besten geschmeckt bei unserem anderen Tasting. Du brauchst nicht so, du schrei halt richtig raus, wenn du was sagen willst, sei nicht zögerlich, sei nicht zurückhaltend. Jetzt wäre der Punkt, wo Pupsi eigentlich kurz mal an der Dose nippen sollte, aber sie ist jetzt nicht ja, da. Wir können dir was aufnehmen. Die läuft da hinten. Ich fülle mal was ein. Oh, ist jetzt wieder ein schönes Grün. Damit man sieht, wie das aussieht. Oh. So. Nicht zu viel, hat sie gesagt, nicht zu süß. Das ist also jetzt der Licky Lime. Und der ist richtig grün. Es ist ja Saft. Es ist ja Saft. Also denkt dran, dass das Saft ist. Und es sieht halt auch aus wie Limettensaft, weil es einfach richtig grün ist und präsent. Hey. Dann Prost. Hey. Prost. Hey. Und dann trinken wir mal. Ich rieche wieder was. Ja. Schmeckt richtig genial. Mhm. Das ist auch aus dem Kühlschrank gerade. Das ist ein bisschen schaumig, sprudelig auf der Lippe. Das ist aber angenehm. Es ist soft sparkling, nicht zu viel Kohlensäure. Mhm. Es schmeckt fruchtig. Und auch nicht zu süß. Nach Limette, nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer, wie man es bei einer Zitrone oder Limette eben erwarten könnte. Also finde ich gut. Mhm. Schmeckt halt wie ein Energy-Drink für zwischendurch. Ja. Die haben ja immer alle möglichen Schmecker, aber es ist kein Energy-Drink. Es ist ja aus Saft. Es ist aus Saft und es ist ohne irgendwie
Zeug. Ne? Weil da kein Zeug drin ist, passt das ja auch wieder. Akku ist gleich leer. Jetzt müssen wir hier rüber. Root Raspberry. Oder möchtest du kurz mal die Key Lime probieren, Sandra? Hier ist eine Dose. Ich stelle sie dir mal hier an den Rand. Da ist nämlich gerade die Sandra vorbeigelaufen. Das ist Leaky Lime. Denk dran, es ist Saft. Wie schmeckt's nach Saft, nach Limette? Die Kohlensäure stört total. Die Kohlensäure stört total. Ihr seht, das ist wie Bernd Zehner, ein richtiger Kritiker. Ne? Wir fanden, das hat eine leichte Kohlensäurenote und das ist angenehm noch, aber bei ihr ist das noch zu viel. Sie trinkt immer nur stilles Wasser, deswegen machen wir jetzt Root Raspberry auf. Mama fälschlicherweise gesagt hat, das ist doch Erdbeer, oder? Nee, Raspberry, das ist ja wie beim Raspberry Cheesecake. Ha, das ist Farbstoff. So würde ich es übersetzen. Raspberry heißt Farbstoff. Und deswegen packen wir jetzt hier den Farbstoff rein in die Dose, stellen die wieder hin und da bin ich mal gespannt. Ja, Himbeergetränke hast du eher selten. Das sieht richtig aus wie Teufelsblut. Müssen wir hier Star Wars oder was? Kämpfen mit den Lichtschweren. Oh, das riecht aber. Riecht wie ein schöner Himbeerstrauch. Das riecht aber. Damals im Garten beim Opa, da hatten sie doch auch immer Himbeeren hinten, wo man zu dem kleinen Türchen rausgeht aufs Feld, wo sie da immer das Heu gemacht haben. Am Zaun entlang, ja, das stimmt. Am Zaun und genau so, also richtig original. Raspberry. Wieder sehr saftig. Wieder sehr lecker, sehr fruchtig. Also finde ich sogar besser als das erste noch, weil ich irgendwie diesen Raspberry-Geschmack mega genial finde. Sandra, möchtest du mal Root Raspberry probieren? Gleich dreht sie durch, ich sehe es schon. Sie ist 10 Kilometer dahinter gelaufen auf die Bank. Jetzt muss sie extra wieder hierher laufen, um diese räudige Himbeer, wie es draufsteht, Root Raspberry zu probieren. Mega fruchtig, richtig Himbeer, original. Besser als das erste, sagt sie. Aber zu viel Kohlensäure wahrscheinlich. Besser als das erste und geht von dannen. Dann drehen wir es nochmal um, stellen es wieder hierher. Und haben ja natürlich noch den Maniac Mango. Vor allem ist das Vitamin boosted. Es sind 5 Vitamine drin in allen Dingern. Ich hätte eigentlich auch mal vorlesen können, was da überhaupt drin ist. Von den Sachen, weil ich beim ersten schon, das was Lime ist, steht was dran mit Apfel, ist auch drin. Und welche 5 Vitamine da drin sein sollen, aber das kann man ja in den Outtakes machen. Ich schenke schon mal den Maniac Mango ein. Was heißt eigentlich Maniac? Das ist bestimmt verrückt, ne? Der Verrückte, der. Ja, oh, warte mal kurz. Es schmeckt so gut, sie genießt es richtig. Sie wollte es nicht einfach reinschütten, sie genießt es. Sie genießt so sehr, dass sie immer noch am Genuss hängt. Wir schenken es wieder ein. Das müsste aber das andere dann schmecken, oder? Das als Saft ist ja das Gängigste. Also Mangosaft kennt man so überall an jeder Ecke. Schön orange, schön dick, kannst nicht durchgucken. Nicht zu. Jonas. Riech doch dran, riech doch, hast schon gerochen. Riecht er wie der Blizzard-Cocktail aus dem Kaufland. Stimmt. Oh, warte, der Connoisseur kommt. Wir stellen es schon mal bereit. Das stimmt wirklich, gell? Bernd Zehner. Geht so. Es wurde also immer besser. Von naja zu geht und zu so habt ihr alles durchlebt. Ich muss sagen, das Himbeere war ein bisschen fruchtiger, süßer. Das Mango ist dafür aber noch bekömmlicher. Ich glaube, vom Mango könnte ich mehr trinken als von dem Himbeer. Weil das im Vergleich, das Himbeer ist halt wirklich mega süß und fruchtig. Das ist halt wie wenn du so aus der Konservendose von deinem Fruchtcocktail die Restbrühe raustrinkst, wenn du Mangoscheiben hast für die Dodde. Ne? Jetzt müssen wir aber noch was machen, was nicht so cool ist. Und zwar erstmal müssen wir alle drei zusammenschütten ins Ernesto-Glas und dann mit einmal trinken und gucken, was es für eine Farbkombination hat. Ich möchte aber noch mal gucken, was drin ist. Karbonisiertes Erfrischungsgetränk mit Limettengeschmack und 5 Vitaminen. Hier steht auch Apfelsaft dabei, Limettensaft. Mehr kann ich nicht lesen. Also Apfellimette ist das eigentlich. Das ist Apfel und Limette. Schenken wir mal ein. Was nur die beiden ist drin. Root Raspberry, Himbeergeschmack und 5 Vitamine. Ist auch wieder aus Apfelsaft.
und Himbeersaft. Mhm. Also wahrscheinlich ist die Grundlage von allen dreien Apfel. Der Rest ist dann für den Rest. Dann haben wir bei Maniac Mango bestimmt Apfel drin. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Mangosaft aus Mangosaftkonzentrat, Kohlensäure aus Kohlensäurekonzentrat. Steht auf jeden Fall alles drauf. Mangogeschmack, karbonisiert, passt. Wir schenken den Rest vom Glas auf. Oder verfärbt sich aber nichts mehr. Ich ein bisschen. Jetzt, hoppa, und jetzt wird es schön orange. Und jetzt haben wir hier das Plörreglas übrig und das muss man ja am Ende trinken mit einmal fürs Ende vom Video. Wie fandst du es insgesamt jetzt besser als die Soda-Dinger, oder? Ja, besser als die Soda-Dinger. Würdest du direkt nochmal kaufen? Wenn du mal Geburtstag hast, nächstes Jahr im Januar, wir nehmen das jetzt hier im März auf. Also wenn ich welche finde, hebe ich die auf bis Januar und schenke noch 3 Dosen zum Geburtstag. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Hustensaft-Jüngling, der sieht nämlich euer auch so aus. Ja, dann halt der Ramses. Der halt auch, sind es halt schon 2. So, oder wenn jetzt alles runterläuft, ist ja der ganze Pullover voll. Nee. Ey, da muss ich mal halt mal aufpassen, ne? Ganz normal. Du musst doch nicht in eine... Die Sekunden, die Zeit läuft doch nicht. Nicht so wie bei Badland. Bei dem läuft immer die Zeit, oder? Das muss nicht so sein. Merkt ihr was? Soft Sparkling, da ist so wenig Kohlensäure dass drin, dass du nicht mal rülpsen kannst. Das schäumt ein bisschen im Rachen und puffert ein bisschen vor sich hin. Aber mega fruchtig, mega lecker, mega angenehm. Ja. Es ist auch irgendwie so ein bisschen dickflüssiger als die Soda-Dinger, weil es ja Saft ist und das halt aus diesem Konzentrat und finde ich toll. Also kann ich empfehlen, wenn ihr das irgendwo nochmal findet oder seht, wir haben es aus dem Penny, wenn ihr es im Netto seht, wenn ihr es woanders seht, holt es euch mal, gönnt es euch mal. Evil Juice von Rauch. Also Rauch macht immer gute Getränke bis jetzt. Und auch die Julian Bam Eistees haben auch alle richtig gut geschmeckt. Haben auch sehr coole Sorten gehabt. Das war das coole, in Anführungszeichen, das coole Evil Juice Tasting mit dem Muttertier. Oh nee, das kann jetzt nicht mal ernst sein. Aus.